dann sag mir doch mal, wie es hier weitergeht. Weil ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, du sagst ja. Da ist nix. Ja, bin gerade selber an der Stelle, habe mir jetzt Essen gemacht. Okay, nee, da geht's ja zurück zum Start. Also wenn, dann vielleicht hier noch. Aber was hätte ich denn da... Nee, das war ja nur wegen der Brücke. Das war jetzt im Grunde ein Rätsel hier mit diesem, mit dieser Drehdingsbums hier. Da kann man nichts machen. Da geht's zurück zum Speicherstein. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es hier weitergeht an der Stelle. Das ist das mit den Energiesteinen. Also wenn, dann muss es hier irgendwo hier drin sein. Ja, da geht ja nichts. Boah, das ist ja quasi ein gezwungenes Schluss machen jetzt. Also hier geht's nicht weiter. Da ist unsichtbare Mauer. Da war nur dieser Wissensstein. Kann ich mit dem Ding vielleicht irgendwas machen? Weil wenn ich das aufziehe, dann hat's ja mehr... mehr Energy. Hier irgendwie rein muss? Nee. Das glaube ich nicht. So, ich habe doch nichts übersehen, oder? Habt ihr jetzt irgendwas entdeckt, was... was es vielleicht sein könnte? Gerade bei der Video. Ach, ist die wohl an der gleichen Stelle oder was? Oder ist die schon weiter? Das ist ja übel. Weil da ist der Energiekern drin. Hier kann ich aber nichts machen. Und da, wenn ich dagegen gehe, dann genau, kriege ich eine gewischt. Ist full walkthrough, okay. Vor allem, wenn ich jetzt E drücke, dann bekomme ich 2 entzündliches Extrakt. Munition, Akkuaufladung, Heilung, Schutzschild. Ja, ich habe schon wieder zugehauen, deswegen bewegst du dich, ne? Echt komisch.
das System. Also mir zerbricht der Schädel. Da weiß ich jetzt echt nicht, wie weiter. Da komme ich auch nicht hin. Hier wird auch nichts sein, vermute ich. Nee, da ist unsichtbare Wand an der Stelle. Okay, schauen wir uns halt einmal die Verbesserungen an, die Fähigkeiten. Vielleicht habe ich ja was dabei. Du musst da alle 4 Hinweise finden, dann bekommst du einen Bauplan. Alle 4 Hinweise. Habe ich schon wieder nicht genau geschaut, oder? Vielleicht mal von der Seite her? Nee, da gehst du automatisch hier vorne hin. Also, wir haben den als ersten Hinweis gehabt. Da kann ich die Maus nicht bewegen. So, dann haben wir das als Hinweis bekommen. Da finde ich auch sonst nichts. Schauen wir hier nochmal aufs Pad. Oben links und rechts sind noch Hinweise. Ja, den da hatte ich doch. Der übersetzte Text, da kann ich nichts weiter machen. Ah, hier noch. Es ist ein Messgerät. Es untersucht die Integrität des Feldes. Okay, also haben wir den nächsten Hinweis und dann wahrscheinlich der da noch. Emitter hält die Kugel im Gleichgewicht. Oh Mann. Alle Daten gesammelt. Herzlichen Dank, das hätte jetzt ja noch ewig so weitergehen können. Alte E gedruckt, um die Schlussfolgerung abzuleiten. Okay. Diese Technologie beeinflusst die Schwerkraft in der Umgebung. Faszinierend. Okay, Schwerkraftdämpfungsspulen, Bauelement. Damit kann man am MDG ein Gerät zur Beeinflussung der Schwerkraft bauen, das Gegner verlangsamt. Na dann, stellen wir doch mal her. Nachdem es geworfen wurde, projiziert das Gerät eine Blase, die die Bewegungen von Gegnern darin für kurze Zeit verlangsamt. Kate ist davon nicht betroffen. Okay. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Wenn du die Falle auf den Boden wirfst, bildet sich eine Blase, die alles verlangsamt, was hineingerät. Schieße zweimal auf das Monster, während es in der Falle ist. Ach nee, das muss ich ja mit F werfen. Okay, das ist natürlich nice. So, Errungenschaft freigeschaltet. Gefangen. Ich bin gefangen? Ernsthaft jetzt? Mir noch gar nicht aufgefallen. So, das ist egal. Okay, und wenn das dann sich natürlich verlangsamt, dann kann ich da natürlich auch durch. Okay, und... Zack. Es bewegt sich natürlich hier just in dem Moment, weißt. Wissensstein, juhuhu. Sonst nichts weiter. Nur noch das da. Alles klar. Energiequelle. Danke. Oh Mann. Bobas, das Spiel sagt, du sollst Pause machen. Was? Ich habe doch erst vor 30 Minuten angefangen. Also zumindest sagt es meine Aufnahme. So, das Ding haben wir ja abgeschlossen. Das heißt, wir müssen zurück den Energiedingsbums rauszupfen und die beiden dann an dem anderen Teil ran machen. Hab dich. So. Einmal raus. Ja, natürlich.
Oh. Schreien viel Mädchen. Leide schweigend, bitte. Hat der einen Wurm hier drin? Aber schaut schon irgendwie nice aus, oder? Okay. Dann stopfen wir mal. Mach den langsam und dann schieß auf seinen Rücken. Oder so. Anscheinend werden zwei Energiequellen benötigt, um die Luke zu öffnen. Ja, das wissen wir doch schon. Da könnte das ein bisschen abgedatet werden, ne? Dass wenn er das eh schon hat, dass er den gleichen Spruch nicht nochmal sagt. So, komm rein. Echt jetzt, oder? Was bist denn du? Oder nicht? Logbucheintrag. Ein wurmartiges Raubtier, das sich unterirdisch fortbewegen kann. Wenn man die Hügel zerstört, hält sie das von Angriffen ab. Ach. Welche Hügel? Die Hügel und die Hügel, ne? Aber wie zerstöre ich die? Mit Feuer? Ah, okay, die kann man... ja, ich probiere das jetzt mal mit dem. Also das wirkt nicht. Eis auch nicht. Aber die Dinger... Gut, du bist ja eh schon erledigt. Da hinten geht's durch und da geht's hin. Ich schätze mal, dass wir erst einmal hier rein müssen. Wissensstein, wo bist du? Plus 20%. Aber wenn du die ganze Zeit dich aufwärmen müsstest, das wäre, glaube ich, nicht mehr zu schaffen, oder? Da oben sind auch noch welche. Ja, warte mal. Lass mich mal orientieren, bitte. Da ist ein Ding. Das jetzt nehmen oder nicht? Jetzt. Das ist doch auch so ein Loch, oder nicht? Da sind lauter solche Dinger. Autsch. Lass die mich nochmal angreifen hier. Dummes Nuss. Nein. Gegen Dingsbums. Wo ist es denn? Widerstandsbooster. Los geht's.
dann nutzen wir mal hier ein bisschen Heilung. Oh, ich habe keine Munition mehr. Toll. Also in die Richtung ist der Dingsi, dann gehe ich erst einmal dahin. Oder geht es hier schon wieder weiter? Nee, da komme ich nicht hoch, okay. Dann war das jetzt wirklich bloß wegen dem Wissensstein. Vorsicht, sein Konstrukt ist nah. Sein Konstrukt? Frag nicht nach, geh einfach weiter. Der Hüter nutzte unsere eigene Technologie. Er baute es aus unseren Maschinen. Okay. Nein, warum hast du... verdammt. Lieber aktivierst du aus Versehen das Schutzschild als deine Heilung. Fasern brauchen wir eh wieder. Tja, da kann ich nichts machen. Nee. Ich muss jetzt einfach nur hoffen, dass da nichts rauskommt. Okay. Es anscheinend halt ein Wurm, der aus fünf Löchern rauskommt. Das ist quasi so wie den Maulwurf mit dem Hammer erwischen. Wissensstein? Oder irgendwas anderes? Infokapsel, okay. Zylinder mit Informationen. Okay, da haben wir ein Zylinderlesegerät. Da haben wir nochmal Fähigkeitspunkt. Gibt es da auch noch irgendwas? Ah, nochmal Wissensstein. Und schauen wir mal, jetzt haben wir 4 Points. Okay, aber ich muss hier erst einmal... lerne 3 Stufen in der zweiten Fähigkeit. Ich muss quasi alle 3 hier lernen. Okay, das heißt, ich muss hier erstmal... Boah, ist das blöd. Bringt mir das überhaupt was? Nanorobotik-Technologie. Das ist natürlich schon gut. Synthese. Und ich glaube mal, dass ich hier auch, ja, 3 Fähigkeiten in der Stufe 3. Okay, dann... mache ich das jetzt. Mach das mal komplett auf der linken Seite jetzt. Und da brauchen wir jetzt noch einen Punkt. Okay. Das Feuer ist bei Eis nicht schlecht, ne? Wenn man hat... Okay. Achso, ich bin hier hochgegangen, ne? Klar. Dann lauschen wir doch mal dieser Rolle, was sie zu sagen hat. Wann kommt Disney Dreamlight Valley? Gute Frage.
Baker Rolls. Servusle. Übersetzt der außerirdische Schriftzeichen. Das ganze Transitsystem wird aus einem einzelnen Schaltraum bedient werden müssen. Dieser Bereich gerät außer Kontrolle. Die Exemplare mutieren schneller, als wir erwartet hatten. Es gibt nur eine effiziente Lösung für dieses Problem. Ich baue einen komplexen Auswahlmechanismus, der wirksam alle gefährlichen mutierten Kreaturen zerstört. Aber das muss ich mir zuerst vom Konduktor Primarius genehmigen lassen. Okay. Hier ist nix. Hier wird es wahrscheinlich auch nirgends hingehen, ne? Ich brauche Feuerblumen. Genau, die da brauche ich. Ups. Da draußen ist etwas. Etwas Großes, etwas ja. Großes. Und ich habe, nicht gerade viel Muni, würde ich jetzt mal sagen. Das Einzige, was ich nutzen könnte, das wäre jetzt mal dieses Nachladen. Füll die Munition auf. Yes. Yes. Cool. Von wegen Munition irgendwo sammeln oder so, ne? Man kann sich einfach selber aufladen. So, du bist geladen. Du bist geladen. Dich lade ich. Und dann können wir weiter. Heiter geht's weiter. Aber allzu lang werde ich nicht mehr machen. Auch wenn andere 3 Stunden gebraucht haben. Ich denke mal, dass ich noch mindestens 3 Stunden brauche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jetzt schon das Ende ist. Würfel des Wissens. Eis. Aha. Jetzt auf einmal frierst du wieder. Ja, ich weiß schon. Ui! Alter. Ui! Ja, ich weiß schon. Wow! Und dann der lange Zunge hier. Ja, danke. Oh, yes, 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 yes. Uff. Nimm dir deine Medizin, bitte. Alter. Nochmal Medi, bitte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier irgendwas übersehen habe, ne, ist das Problem. Da haben wir nämlich noch so ein Eiswasser. Ne, von da kamen wir, ne. Oh, ist das fies. Oh, ist das fies. Na gut, gehen wir durch. Zack, die Wupp. Ja, also an der Stelle, wo du gehangen hast, war bei ihr 1,5 Stunden rum. Also wirst du noch mal 5 Stunden brauchen. Ne? Die hat ja auch einen Speedrun für den Walkthrough gemacht, daher wohl. Okay, naja klar. Wie gesagt, wenn du das Spiel kennst und du Spaß hast an sowas, ne? Du musst kreativ werden. Du musst kreativ werden, hui. Hm.
Ich wollte vorhin schon sagen, eigentlich würde ich bei dem nächsten Speicherpunkt Schluss machen. Einfach weil es ein schöner Break ist. Sollte ich vielleicht auch machen. Und dann nächste Woche machen wir dann den Rest. So, und ich will mich jetzt ja nicht selber spoilern. Ich möchte nicht wissen, wie es weitergeht. Nee, machen wir tatsächlich dann nächste Woche am Donnerstag machen wir weiter. Das würde mich freuen. Am Montag, ihr wisst ja, Drug Dealer Simulator, wenn Quack Zeit hat, gerne auch wieder mit Quack zusammen. Allerdings muss ich schauen diesmal, dass es vom Sound her ein bisschen ausgeglichener ist. Und ansonsten könnte es sein, dass es irgendwie mal einen spontanen Stream gibt, jetzt am Samstag oder am Sonntag. Natürlich nicht um die Zeit, wo Pity ihren Stream hat. Du hast ja wieder um 17 Uhr, Pity, dein Stream am Samstag. Gleich mal Werbung für dich machen. Jawohl, 17 Uhr. Und ja, ansonsten, ups, sollte ich mich auch mal einblenden, ne, wenn ich jetzt schon Tschüss sag, plötzlich so spontan. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Punkt hier an so einem Speicherpunkt, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert bis zum nächsten. Also von daher ist es jetzt eine ganz gute Stelle. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Abend und ich guck mal, ob ich irgendwohin raiden kann. Mondpirat ist mit No Man's Sky online. Also von daher würde ich sagen, gehen wir zu Mondpirat. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich den vielleicht vorher schon aktivieren kann. Weil das ist nämlich sowas, was mich absolut nervt mittlerweile bei Twitch. Durch die Umstellung kommst du nicht mehr so schnell an die anderen Kanäle. So. Mondpirat, ich gehe gleich mal rein. Muss nur leise machen jetzt. Mal sehen, wie das jetzt klappt mit dem Raider. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay, Leute, also vielen herzlichen Dank nochmal. Und ich würde sagen, Raiden, Mondpirat. Viel Spaß bei ihm und schöne Grüße. So, Raid beginnen.